Megacities bergen große Gesundheitsgefahren in Form von gefährlichen Seuchenkrankheiten wie Cholera, Tuberkulose und Typhus. Mehr als die Hälfte der Einwohner dieser Metropolen leben im Elend der Slums. Slums sind sichtbarer Ausdruck der schwersten weltweiten Menschenrechtskrise: Armut. Aktuellen Schätzungen zufolge lebt mehr als 1 Milliarde Menschen in rund 200.000 Slums weltweit. Bis 2030 erreicht diese Zahl die 2-Milliarden-Grenze. In Afrika alleine leben 72% der Stadtbevölkerung, etwa 300 Millionen Menschen, in Elendsvierteln. Angetrieben von Hoffnung auf ein besseres Leben, strömen vor allem junge Menschen in die dicht gedrängten Ballungsräume. Dort erwartet sie nur Verzweiflung, Elend und Krankheit. Diese wild wuchernden Megacities sind nicht mehr in der Lage, sich selbst zu versorgen. Sie befinden sich in völliger Abhängigkeit von Zulieferern. In Krisensituationen sind Nahrungsmittellieferungen ein besonders wichtiges, kurzfristiges Mittel zur Hungerbekämpfung. Langfristig müssen Menschen aber wirklich in der Lage sein, sich selbst zu ernähren. They are still human and there is still enormous trauma. And so the idea is to follow the path of their own healing and support them in it, to not rely on clichés like the one that always drives me crazy is, don't give them fish, teach them to fish. But if there's no fish in the fucking pond, you can teach them all you want. So there is again that thing of there are competing cultures in the international relief world. One is the culture of emergency relief, and the other one is the culture, as I was talking about at the beginning, of sustainable development. And these have to work with each other against the problem of poverty, and not against each other in competition for donors. And this is really as simple as it is. Den Ärmsten in den Megastädten fehlt es am notwendigsten. Nur durchschnittlich jeder fünfte Haushalt ist an die Wasser- und Stromversorgung angeschlossen, lediglich 7% an ein Abwassersystem. Katastrophale hygienische Verhältnisse prägen die Elendsviertel der Megacities. Seuchen breiten sich rasant aus und fordern unzählige Todesopfer. Kinder, ältere und HIV-AIDS-erkrankte Menschen sind vor allem betroffen. Wasser und Lebensmittel sind Überträger von Seuchenerregern. Oft dienen kleine Tümpel als Nutz- und Trinkwasserreservoir ebenso wie als Toilette und Müllhalde. I have some picture. Not a bad tank, yeah. A bad tank, yeah. Okay, yeah. We have only this water. This water free, you know. We have this water. It's not clean. Kill many people in cholera. We have just like 3 people die in cholera with that water. And then that's why we destroy their house, you know. And we have 2 die in this place. Tierärzte ohne Grenzen Österreich ist eine humanitäre, tierärztliche Entwicklungs- und Forschungsorganisation. Mehr als 1 Milliarde Menschen auf der Welt sind vom Hunger bedroht. Tierärzte ohne Grenzen widmet sich daher der Versorgung von Menschen mit sauberem Trinkwasser und sicheren, gesunden und nährstoffreichen Lebensmitteln. In ländlichen Gebieten leben die Menschen von und mit ihren Tieren. Alles wird verwertet. Milch, Fleisch, und Eier sind wichtige Nahrungsmittel, aber auch Leder, Wolle und Dung werden verarbeitet. Die Herde ist wertvoller Mittelpunkt und oft einzige Lebensgrundlage einer Familie. Wenn die Herde stirbt, stirbt das Dorf. Kranke Tiere bedrohen die Existenzgrundlage und Nahrungsmittelversorgung der Menschen in den ärmsten Regionen dieser Welt. Sie bedeuten eine unmittelbare Gefahr für die menschliche Gesundheit durch Zoonosen, vom Tier auf den Menschen übertragbare Krankheiten. Das Schicksal von Mensch und Tier ist somit eng miteinander verknüpft. Wir alle sehnen uns nach einem nachhaltigen Leben im Einklang mit der Natur. Ein wichtiges Ziel von Tierärzte ohne Grenzen ist das Bewahren von wertvollem, indigenem Wissen alter Volksstämme. Die traditionelle Heilkunst und Gewinnung von Nahrungsmitteln wird dabei auch mit modernen Erkenntnissen der Wissenschaft verbunden.
Das moderne Wirtschafts- und Wertesystem ist heute nicht von einem nachhaltigen globalen Denken, sondern von Profitmaximierung und Raubbau an Mensch und Natur geprägt. Diese Bedrohung macht auch vor den Maasai im Osten Afrikas keinen Halt. Ein Großteil ihrer Weidegebiete wurde vom Staat enteignet und ging durch Errichtung von Naturparks verloren. Sie leben zurückgedrängt auf einem kleinen Teil ihres ursprünglichen Gebiets. Die Globalisierung hat auch ihre Kultur nahezu zerstört. Tierärzte ohne Grenzen setzt sich konkret für die Rechte der Maasai und anderer Völker ein, um ihren ursprünglichen Lebensstil im Einklang mit Tier und Natur zu bewahren. Der Erhalt der großen Vielfalt der tradierten Wissenssysteme ist eine wichtige Herausforderung unserer Zeit. Länderübergreifende Lebensmittelskandale führen uns schmerzlich vor Augen, wie fragil unser Menschenrecht auf sichere Ernährung ist. Eine zentrale Aufgabe von Tierärzte ohne Grenzen ist, epidemiologische Frühwarnsysteme für Megametropolen und neue, effiziente Schnelltestmethoden für Seuchenerreger zu entwickeln. Tierärzte ohne Grenzen bedeutet Sicherung der menschlichen Ernährung, Verhinderung von Krankheit, aber auch Schutz der Tiere. Naturvölker spielen eine wichtige Rolle in der Welt von morgen. Sie zeigen uns, woher wir kommen, wer wir sind in Bezug auf uns Menschen, Tiere, Pflanzen, die Erde, die uns umgibt. Was es bedeutet, beweglich, anpassungsfähig, erfindungsreich zu sein. Was es bedeutet, Mensch zu sein. Helfen Sie uns, Wissen und Gesundheit für kommende Generationen zu bewahren.